Ja, Dienstagmorgen, Tag 4. Ja, gestern sind wir gut über den Berg. Haben jetzt hier übernachtet, Alpencamping. Ist jetzt nicht so nobel hobel, aber ist okay für eine Nacht. Kann man beleben. Da oben auf so einer Feldwiese hinter der Tankstelle. Wie gesagt, für eine Nacht ist das alles top, echt. Dafür geht das. Ja, Nicole ist gerade bezahlt, ein Campingplatz. Und weiß gar nicht, wie spät ist das eigentlich? Da muss ich mal gucken. Also, Wetter ist heute nicht so gut. Das erste Mal, dass wir Regen haben. Also, jetzt beim Fahren. Wir haben es jetzt 10 nach 9. Ja, jetzt geht's los, ne? Ich habe noch gar nicht erzählt, wo wir hinfahren. Hey, wir sind in Italien. Guck. Hey, geil, wir sind in Italien. Ganz unbemerkt und klammheimlich. Bella Italia. Hey, ja. Ja, die Tour heute geht nach Schlanders. Das sind 55, 56 Kilometer. Italia. Wie gesagt, heute der erste Tag, wo wir noch mit dem Regen starten müssen. Aber egal. Jetzt aber jetzt im Moment regnet es ja nicht. Wir konnten gerade noch einen Trockenen abbauen. Es war noch ein bisschen nass alles eingebaut, eingepackt worden, aber das bleibt ja mal nicht aus. Wie heute Abend ja sowieso wieder ausgepackt. Naja, von daher geht das. Haben ganz gut geschlafen, aber kalt ist es geworden. War jetzt irgendwie 13, 14 Grad. Aber jetzt haben wir erst noch ein paar Meter. Und gleich, wenn wir Glück haben, noch irgendwo beim Bäcker ein bisschen was frühstücken. Also, freut euch auf Tag 4. Schon genial, oder? Es hat seinen eigenen Flair bei so einem Wetter. Der Reschensee. Nicole in voller Regenmontur. Herrlich, ey. Da fahren wir jetzt ganz dran lang. Bis zum Ende und noch viel, viel weiter. Der Reschensee, wie gerade schon gesagt. Jetzt fahren wir schön dran lang. Oh, wir fliegen gerade auf den Radweg hier. Fliegen und Mücken ohne Ende. Und Nicole hat ihre Brille nicht auf und deswegen muss er erstmal anhalten. Ich glaube, das sind Mücken. Das sind Monstermücken, sind das, glaube ich. Todesmücken! Die saugen uns aus. Wir müssen uns bei ihm schützen. Berge total verhangen, man sieht sie gar nicht. Schon schön hier. Ja, das ist der Kirchturm, der ist noch da. Der Rest verschwunden. Schatzi, einmal umdrehen. Hallo. Einen letzten Blick. Hockel, 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 hockel. Also wo diese Überlaufbecken da hinten, siehst du das, die drei Dinger? Quasi drei riesige Gestöpsel, die du ziehen kannst. Miran, Mirano. Sieht schon cool aus. Guck mal dahinter. Nichts Wasser. Ich komme.
hinter der Staumauer. Wie cool. St. Valentin. Machen wir einmal links, mal gucken, ob wir da einen Bäcker finden. So. Kleine Brötchenpause hier. Hunger! Heute mal das Frühstück jetzt campen hier im Regen. Hey? Das war keine Absicht. So, es war ein bisschen wie Sau, aber Regen presst es an, wir fahren weiter. Aber die Kamera bleibt jetzt noch aus. So, wir haben mal gerade abgekommen eine Strecke, aber jetzt geht es mal weiter hier. Jetzt sind wir gleich da drauf, auf der Strecke. Ah, und jetzt rechts, dann sind wir wieder auf Tour. Guck an. Hier, bei Café Gerda. Oh, Wetter ist mega kacke. Entweder Schweinestall oder Kuhstall. Ich würde sagen Schweinestall. Oh, eine alte Burg. Ich weiß jetzt nicht, wie der Ton jetzt ist. Das ist ein bisschen hinter der Jacke abgeschrieben. Ich weiß nicht, was das ab kann. Nicht, dass mir das kaputt geht. Hoffen, man kann was erkennen. Trotz Regen auf der Linse. Ja, bei so einer Tour, da muss man auch ein paar Sonnenwetter fahren. Ne? Hilft ja nichts. Morgen sollte es ja wieder schön sein. Alter Falter, geh doch mal runter, du. Ich glaube, wenn wir nachher ankommen, ist der Akku noch voll. Oh, ja, hi. Links. Falsch gefahren. Ja. Schade, dass das Wetter ist, ey. Schon das zweite, den wir jetzt gesehen haben. Schade, dass das Wetter ist. Das wäre mit Sicherheit cool gewesen, hier heute lang zu fahren bei schönem Wetter. Weil es regnet ja auch den ganzen Tag. Und ich denke mal, sonst ist es bestimmt nicht so hoch. Das Wasser auch nicht so dreckig. Ich habe nämlich nicht ganz so viel gefilmt, weil es war nur am Schütten die ganze Zeit. Aber ja, es klart so ein bisschen auf. Sollte heute Nachmittag auch. Aber wir haben ja erst Mittag. Also wir haben heute echt gut Strecke geschafft. Ich glaube, 50 Kilometer sind wir schon hinter uns. Wir sind ja schon am Zeltplatz. Aber wahrscheinlich nehmen wir mal ein Zimmer. Also so nass geworden heute. Da muss man lieber ein Zimmer nehmen, das ist angenehmer. Mal einmal richtig trocken werden und dann geht es morgen bei geilem Wetter weiter. Genau. Aber gleich kommt noch was. Aber der Regen wird ein bisschen weniger. Mega cool. Ja, Wetter ist immer noch doof. Wetter doof, Fahrradfahren doof, alles doof. Alles doof, doof, doof. Man kann die Gegend gar nicht genießen hier. Coole Brücke. Wir müssen links. Wir müssen
Hier schon wieder rechts. Ja, nee. Das ist nicht richtig. Ach, der ging wie hoch, ne? Kann das sein? Was hätte mir denn jetzt hier an? Hätten wir noch einen höher gemusst? Ja, der hätte einen höher gemusst hier. Hier, kommst du? Ja. Tunnel. Hoppala. Ja, nichts.